der in dem großen Festjahr 650 Jahre Stadt Olpronach veranstaltet wird, als diesjährigen Festredner und Schirmherr des Olpronacher Stadtjubiläums, dem bayerischen Staatsminister des Innern für Bau und Verkehr, Joachim Herrmann, willkommen heißen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Staatsminister Herrmann. Vielen Dank für die Übernahme der Schirmherrschaft zu dem 650-jährigen Stadtjubiläum der Stadt Olpronach. Für Alexander von Humboldt war ja das Nachdenkende, das Betrachtende, das forschende Leben eigentlich das Höchste. Das ist manchen von uns vielleicht nicht auf den ersten Blick so zugänglich, jedenfalls uns in der Politik steht, dass manche dieser Gedanken nicht im Vordergrund des hektischen Alltags. Trotzdem ist es gut, sich wie heute Nachmittag vielleicht mal ein paar Minuten Zeit zu nehmen und über solche Dinge auch nachzudenken. Kein Wunder also, dass Humboldt in Bezug auf den Bergbau mit folgendem Zitat in ihre Stadtgeschichte einging. Hast du es erwähnt, lieber Hartmut? In Olpronach besonders bin ich glücklicher, als ich es je wagen durfte zu glauben. Wir müssen, das denke ich, wieder mehr Menschen insgesamt in der Region ins Bewusstsein rücken, wie glücklich man in Olpronach werden kann. Hey, toll! Sag mal bitte, Rosen hast du schon gepflanzt? Ja, gell? Ja, muss meine Frau fragen. Ja. Wenn ich jetzt hier wäre, würde ich schon sagen, warum machst du das zu Hause nicht? Super! Ja. Gut. Sehr schön. Herr Bürgermeister. Tut jetzt schön. Ah, super. Ja. Super. Sehr schön. Das Einzige, was wir machen, ist ein bisschen angießen gleich. Ja, das machen wir doch. Ja? Sehr schön.